Ein Bahnhof so wie eine fantastische Märchenwelt. So hat Friedensreich Hundertwasser selbst seine Version von der Umgestaltung des Uelzener Bahnhofs genannt und damit ein außergewöhnliches Zeichen gesetzt. Doch seht selbst. Im Hundertwasserbahnhof ist nichts gerade. Das ist nicht krumm und schief. Das ist Kunst. Das ist auch nicht dumm, das ist schief und krumm. Sehr künstlerisch. Die Stufen? Alles schief und krumm. Und das war sie, die Saison 2015. Und nun noch ein paar Worte von dem in Europa bekannten und vielgereisten Burkhardt. Wie hat dir die Saison dieses Jahr gefallen? Super. Der Oktober ist zu Ende. Ab November geht es nur noch mit dem ATV ins Gelände. Nächsten Frühjahr sind wir wieder voll dabei. Und wir fahren mit Heinrich und mit Opa wieder durch ganz Europa. Bis dann. Tschüss, Jungs. Lieber Burkhardt, das war einfach ganz großartig mit dir. Das Jahr 2015, quer durch Europa, das war fein. Ich freue mich schon gemeinsam mit dir auf 2016 und es verabschieden sich der Heinrich und der Burkhardt. Ciao.